drei verschiedene Organisationen. Wir haben zum einen die Europäische Bewegung, Europa-Union Junge Europäer, JEF, den Landesverband, bürgerschaftlich, ehrenamtlich für Europa aktiv. Wir haben zum zweiten das Europazentrum Baden-Württemberg, eine Einrichtung der politischen Bildung, landesweit aktiv. Und wir haben zum dritten das Europe Direct Informationszentrum für den Großraum Stuttgart vor allen Dingen zuständig, eine Bürgeranlaufstelle für Fragen zu Europa aller Art. Wir haben sehr viel zu bieten für jüngere Menschen, für Kinder auch. Wir haben zum Beispiel eine sehr schöne Broschüre, unser Bestseller Europa Kinderleicht, bei dem man spielerisch Europa erkunden kann, Spaß hat und was lernt. Wir haben hier im Haus auch einen großen Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler, bei denen man sich mit Malen oder Videos oder verschiedene Dinge zu Europa äußern und auch was gewinnen kann. Also wir entwickeln auch hier im Haus eigene Methoden. Wir haben zum Beispiel ein Brettspiel entwickelt, das nennt sich Legislativity. Das ist ein Strategie-Diplomatie-Spiel, bei dem man nachspielt und auch lernt, wie in Europa Entscheidungen getroffen werden, wie man Koalitionspartner für eigene Vorhaben findet und europäische Themen auf den Weg bringt. Ein sehr wichtiger Teil unserer Arbeit ist die Organisation von Austausch für Bürger hier aus Stuttgart mit Experten oder auch Bürgern aus anderen europäischen Ländern zu Themen, die allgemein relevant sind, wie zum Beispiel, welche Auswirkungen hat der Brexit, oder auch sehr beliebt Studienfahrten zu Institutionen, wie zum Beispiel zum Europäischen Parlament nach Straßburg. Ein besonderes Projekt aus dem Haus ist die Informationskampagne zur Euro-Notruf Nummer 112, mit der wir über Stuttgart hinaus nach Europa zeigen wollen, was der praktische Mehrwert der Europäischen Union für uns alle Bürger hier sein kann. Unsere Arbeit hier im Europahaus ist nur möglich durch die großzügige ideelle, aber auch materielle Unterstützung durch die Landesregierung Baden-Württemberg, Landeshauptstadt Stuttgart und auch die Europäische Union. Musik